Hallo? Weg mit euch. Weg mit dir. Das könnte Warp-Antrieb sein. Oder was auch immer für einen Antrieb sie haben. So. Was zur Hölle? So ist komisch. Ja, wir sind einem Raumschiff. Hier ist alles komisch für uns. Oh, das sind Torpedos. Ja gut, lassen wir das. Damit sollten wir nun wirklich nicht rumspielen. Ah, hier geht doch auf. Ah, die ganzen Knöpfe, die wir drücken, sind wahrscheinlich von Sicherheitssystemen und so werden nach und nach die Türen, die wir vorher nicht öffnen konnten, geöffnet. Ja, jetzt ist gerade wieder irgendwo irgendwas aufgegangen. Das tut irgendwie weh. Au. Au. Weg mit dir, weg mit dir. Heilung. Wir sollten mal nach oben fahren, dem komischen Ding. Das tut irgendwie weh. Oh, 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 oh. Er ist mit uns auf den Fahrstuhl gesprungen. Talana sieht ganz und gar nicht gut aus. Heilung. Ist ein Kühe. Was zur Hölle? Ein Kampfanzug ist nicht kaputt. Okay. Einer von den Großen ist ganz schnell auf Talana weg. Komm, 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 komm. Nicht gut, nicht gut. Es geht viel zu schnell. Wir brauchen. Wir haben keine leeren Flaschen mehr. Du auch nicht? Doch, da ist eine leere Flasche. Heilleere Flasche. Jetzt haben wir nur keine guten Reagenzien mehr. Oder doch, du warst. Katalysator. Du. Die perfekte Mischung. Du da. Stopp, wie alt bist du gerade? Du bist 104. Au. Au. Das kann nicht gut sein. So, einer von den Dicken ist tot. Ein kleiner ist tot. Komm schon. Ja. Boah, da geht gleich das Licht aus. Du Heilung. Oh, das war eine Kiste. Ups. Hör mal, was haben wir denn da? Und sie weiß nicht, was das ist? Das ist sehr gut. Du. Können wir das wirklich brauchen? Sachen können wir eh nicht mitnehmen. Wir haben keine Versendung dafür. Aber du gib mal das hier ihm hier. So, das wird bestimmt mehr Schaden machen. Du, Heilung. Ich gebe noch Zauberpunkte. Gift heilen, Furcht verjagen. Sehr gut. Du misch mit dem da. So, wir haben jetzt zwei. Das heißt, wir benutzen einen davon und einen von den Katalysatoren, die richtig hoch sind. Und so. Und schon haben wir 85. 10. Heilung. Und zu den Teleporter. Gerogon scheint 27 Schaden im Schuss zu machen und trotzdem genauso schnell zu schießen. Das ist sehr schick. Davon hätte ich gerne mehr. Das ist mein Fehler. Hör mal, ich weiß das nicht. Das kann ich nicht erkennen. Mehr. Du nimmst jetzt den tollen Blaster. Piu, 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 piu. Piu des Todes.
Jo, definitiv wesentlich mehr Schaden. Ich sehe da 25er Ticks. Oh, wir sind wieder hier. Okay. Aber da wir jetzt bei ganz vielen Knöpfen rumgedrückt haben, gehen jetzt auch mehr Türen auf. Genau. Und weg. Gib ihm. Ich sollte mir irgendeinen Teil des Schiffes aussuchen, um mich da einbunken. Oh, großer Typ. Oh, na. Ein Bett? Kann ich mich hier heilen? Nee, schade. So eine Krankenstation wäre echt praktisch. Ach, das Bett fährt auch. Ah, das ist doch mal stylisch. Man kommt rein, die Betten fahren aus. Au. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Und die Bögen und so weiter auf dem Boden hätten sich echt sparen können. Das ist ein wenig irritierend in einem Raumschiff. Irritierender als das Raumschiff selber. So, also die Seite haben wir jetzt einigermaßen in Beschlag genommen. Wenn wir die nächsten zwei Räume noch clearen, könnten wir eventuell hier irgendwo schlafen. Du, heil mal ein bisschen. Oh, hier geht's irgendwo hoch. Okay. So, bitte, bitte lass uns schlafen, bitte, bitte lass uns schlafen. Nö. Über uns vielleicht noch. Dich haben wir schon. Nee. Ich versuche einfach mal hier zu schlafen. Wir sind zwar gelb und nicht grün, aber vielleicht. Jo, sehr schön. Wir hätten gerne wieder alle Buffs. Angefangen mit Wackellicht. Teleporter sind echt komisch. Du. Schutz. Du. Bewahrung. So, hier war irgendwo ein Dingens nach oben. Genau du. Du machst bitte noch Dinge. Da geht's nochmal nach oben. Boah, das Raumschiff muss riesig sein. Ach, und wir sind wieder hier. Okay. Das sieht richtig aus. Ah, wir sind jetzt an der Steuerbordseite. Da ist ein Schild drin. Ich weiß nicht, was das ist. Können wir das wirklich brauchen? An der Steuerbordseite. Ich denke mal, die Kapitänskajüte oder was auch immer das ist, ist in der Mitte. Also im Bug. Das Ding kriegen wir nicht auf. Ist hier irgendwo Computer? Was zur Hölle macht das? Nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist nichts. Sehr komisch. Na gut, da können wir noch nicht rein. Dann halt wieder runter und fleißig weiter Roboter töten. Das macht nämlich Spaß mit den neuen Blastern. Wir gucken einfach mal die anderen Türen hier lang. Die wir vorher nicht aufbekommen haben. Wie du zum Beispiel. Du gehst immer noch nicht auf. Ah doch, hier. Ach, jetzt können wir die Dinge anklicken. Okay. Oh, okay. Oh. Ach, da ist einer. Wir haben ein grünes Ding gefunden. Oszillationsregulator. Dieses Ding hat keine sichtbaren Symbole oder Teile. Warum es so wertvoll ist, liegt jenseits eures Fassungsvermögens. Das klingt sehr dubios. Das ist wohl das Sicherheitssystem. Das tut irgendwie weh. Oh, nee, das heißt wohl, das ganze Ding fliegt in die Luft. Bye,
bei Raumschiff. Zurückspringen. Schloss Lemmet. So. Spannend. Abspeichern. LP gut Ende. Capital Letters. Speichern. Geschlossen. Jetzt aber. Das müsste es sein. Willkommen, ich bin Korek. Bitte tretet ein. Korek, wir haben gesehen, wie du auf Xen abgestürzt bist. Wie konntest du das überleben? Verzeiht, ich bin ein Korek, nicht der Korek. Der Korek, den ihr abstürzen saht, war nicht ich. Und wahrscheinlich ist er bei dem Absturz tatsächlich umgekommen. Aber vielleicht auch nicht. So leicht sterben wir nicht. Dies ist die Netzstation Beta 5 und ich bin ihr Wächter. Das Netz der Tore wurde vor ungefähr 1000 Jahren errichtet. Auf eurer Welt konnten wir allerdings vor dem Krieg nie ein Zielportal errichten. Der Krieg gegen Kriegen verbrauchte die gesamte Energie der Alten. Welches Portal führt denn zu den Alten? Ich fürchte gar keins. Als die Kriganer vor 900 Jahren in unser Portalsnetz eindrangen, wurde der gesamte äußere Rand der Galaxie abgetrennt. Hier sind wir jetzt. Und von dem Stern dort drüben seid ihr gekommen. Was ist mit all diesen anderen Toren? Wohin führen sie? Zu anderen Welten, die vor ewigen Zeiten von den Alten erschaffen wurden. Während des Krieges fielen sie alle in die Barbarei zurück. Ich wollte helfen, aber ich darf diesen Ort niemals verlassen. Und hierher verirren sich auch nicht viele. Die Tore lassen nämlich niemanden hindurch, der keinen Kontrollkubus hat. Also, wohin können wir denn von hier aus gehen? Gehen? Ha! Wohin ihr wollt, meine Freunde. Wohin ihr wollt. Gratulation! Wir haben es geschafft. Ein ziemlich abgefahrenes Ende und ziemlich vage. Also wir sind jetzt an einem Nexuspunkt, wohin wir überall reisen können. Und das ist so ziemlich das Schönste, was sich ein Abenteurer wünschen kann. Vor allem, wenn er eine weithändige Laserwaffe in der Hand hält und komische Latexanzüge trägt. Also ja, man kann wirklich darüber diskutieren, ob der Science-Fiction-Teil nicht ein bisschen zu abgefahren ist. Aber ich fand's unterhaltsam. Auch wenn das Ende halt ziemlich gerusht wirkt und es gibt ja nicht wirklich viel zu tun, außer langlaufen, Kuh gedrückt halten und ja, Story durchlaufen. Aber gut, wir haben Helden Stufe 55. Das geht wahrscheinlich wesentlich höher, wenn man alle Aufgaben machen würde. Und es steht da, ausgezeichnete Arbeit. Mit der Aktivierung des Tores stehen uns nun 1000 Welten offen. Vielleicht werdet ihr auf einer von ihnen die Alten finden und mit den Errungenschaften, die ihre mächtige Zivilisation, eure Welt und euer Königreich bieten kann, heimkehren. Gesamtzeit 3 Jahre, 8 Monate, 19 Tage. 6691 Punkte. Boah, interessant. Gucken wir mal, was wir denn, wenn wir die böse Gruppe angehen, da zusammenbekommen. Aber ich denke, jetzt werde ich mich erstmal einem anderen Projekt widmen. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bye, bye.